Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fetto Pandos am Leveln, du. Und am Dancen. Und am Dancen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los. Und springen in den Tod. Und springen in den. Wir laufen da rein. Wir müssen nicht nur springen, wir laufen. Okay, ich stelle mich rein und springe trotzdem. Und jetzt geht's erstmal wieder Fett Story. Meister Shang. Alles klar. Oh nee, jetzt fängt jetzt an zu ruckeln, ey. Hennigan. Lasst mich doch auf. Ich werde den alten Mann vermissen. Ah, das hat sich auch gleich legen. So. Ich mach jetzt mal ein Juwelenmotor. Ich hab jetzt mal Lautstärke weg, klar. Natürlich macht der Skype mit lauter. Meine Pinzette liegt leider zu Hause. Wie kann etwas so Kleines etwas so großem Schmerzen bereiten? Ich glaube, diese Frage beantwortet sich von selbst, wenn man dran denkt, wie viel kleine Stacheln tatsächlich wehtun können. Du wirst den kleinen Stachel schon noch sehen. Was ich sehe? Ist das ein... Was ist es? Ein Speer? Ein Ach, wie unschön sieht das aus. Garantiert keine Bandaren. Sie haben kein Fell. Ach, ja. Oh, yes. Mal wieder klar. Diese Allianz. Muss man hier gerade einen Sound nochmal richtig regeln, der die ganze Zeit immer BIM! So, nicht BIM! Da, da ist er jetzt wieder. So, ich hoffe, der Sound ist jetzt wieder in Ordnung. Wenn nicht, ist halt. Ich finde die Musik sau cool im Gasthaus. Lehrer für einen Beruf. Jetzt kriegen wir erst Berufe. Ha, toll. Ja. Wenn ich ehrlich bin, will ich lieber erstmal Erste Hilfe. Stapel ich eh nicht. Wo ist denn Erste Hilfe? Ich sehe sie gerade mal. Lehrer für Produktionsberufe. Steht gar nicht drauf. Immer mit der Ruhe.
Das Leben sollte genossen. Na egal. Gehen wir erstmal in die Mitte. Ich denke, es ist eigentlich auch relativ egal noch mit den Berufen. Ja, das kann man ja noch schnell nachskillen. Offscreen. Ja, das meine ich auch, weil ich glaube, das ist relativ uninteressant. Ja. Wach, wach, wach. Hallo, ältester Schaupai. Welche Weisheit sucht ihr? Öffne das Tor zum Paiwu-Wald. Alles klar, mache ich doch mit links. Ich schaue einmal mit Lichtgeschwindigkeit dran. Tu deine Lichtgeschwindigkeit, ey. Das steht dort. Hab ich eigentlich schon einen neuen Spell bekommen? Nee. Oh, mit Level 14 kriege ich erst was Neues. Und zwar Verwandlung. Verwandle ich den Gegner auch in Pandas oder was? Da hinten, da vorne ist Yo, Yo, Alter, Yo. Okay, ich habe das Tor geöffnet, obwohl ich es nur angeguckt habe. Das ist die Macht. Man hat nicht gesehen. Und übrigens, Jojo Eisenstein direkt noch diese Jade-Statue, die wir gefunden haben. Dieser Sack. Guck mal, nun ist noch einer. Oh, der ist gerade durch die Tür gelaufen. Wahr. Okay, ich setz mich dagegen. Das heißt Jojo. Ja. Oh, der heißt sogar Jojo. Schuppentier. Das rollende Kommando. Attacke. Roll, 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 Bade, tötet sie. Mein Bleichmut. Oi. Wir haben hier jemanden, der alles und jeden finden kann, wa? Wir können das auch. Gut, dann fangen wir mal an. Tötet 9 Paiwu-Tiger. Warum? Und Bambusrohre sammeln. Da unten ist einer. Der arme Tiger. Kein Wunder, dass die vom Aussterben bedroht sind. Vor allem. Wenn jeder 9 Stück töten muss. Ja, die Insel ist nicht so groß, ne? Und die kennen sich nicht gegenseitig. Hä? Das die ist. Wissen wahrscheinlich, die kennen wahrscheinlich nichts anderes als. Oh, da ist sogar ein Tigerjunges. Ja, töten wir die Mutter. Nee. Einfach aus Prinzip, nee. Okay. Naja. Mach mal mehr Schaden, Jan. Ich? Schaden? Ich werde angeschrieben. Von einem Kollegen werde ich angeschrieben. Warum werde ich das? Weil darum. Abgenutzte Lederstiefel. Wir brauchen noch 4 Tigel und sehr viele Bambus. Also sehr viel Tigel noch. Genau. Indirekt.
vielleicht sollten wir uns auf die Suche nach Bambus begeben. Ich glaube, die Tiger killen wir nebenbei. Davon gehe ich aus. Ich muss dich mal lauter machen. Ich finde, du bist leise. Wo bist du? In meinem Zimmer auf meinem Stuhl. Da habe ich dich gerade einmal kurz ganz rausgemacht. Also bist du wieder da. Okay.